Heute geht es um die 5 besten 3-Brenner Gasgrills. Wir haben nach einer langen Recherche und unzähligen Tests für euch nun mal unsere Top 5 besten 3-Brenner Gasgrills zusammengestellt und möchten euch diese nun mal mit ihren wichtigsten Eigenschaften und Funktionen vorstellen. Viel Spaß mit meinem Video, alle Gasgrills findet ihr auch in der Videobeschreibung verlinkt. Starten wir mit dem ersten und auch günstigsten Modell in diesem Vergleich, dem Anders Chicago 3. Die 3 steht hier natürlich für die 3 stufenlos verstellbaren Edelstahlbrenner, die bei diesem Modell mit dabei sind. Sie kommen mit jeweils 3,2 Kilowatt Leistung, womit es der Grill auf eine Gesamtleistung von 9,6 Kilowatt bringt. Bleibt auf jeden Fall auch bis zum Schluss dran, um den insgesamt leistungsstärksten Gasgrill kennenzulernen, bleiben wir aber nochmal beim Chicago 3. Er besitzt alles, was man so von einem Gasgrill erwartet, einen großen Unterschrank, in dem eine 5 Kilogramm Gasflasche Platz finden kann, abklappbare Seitenablagen, eine doppelwandige Edelstahlhaube, die den Grillraum schön heiß hält und auch ein Deckelthermometer. Der Grillrost ist hier aus Edelstahl und dreigeteilt und sorgt für eine insgesamt sehr gleichmäßige Hitzeverteilung sowie eine einfache Reinigung. Ganz so viel kann man über den Chicago 3 nicht erzählen, weil es sich einfach um ein solides Einsteigermodell ohne besondere Special Features handelt. Es ist einfach ein solides Modell mit einer soliden Leistung und allen Standardfunktionen und Einstellungen, die man von einem Gasgrill erwartet. Über den ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch dieses günstige Modell noch genauer anschauen. Dort könnt ihr das auch mit der sogenannten Turbo Zone kaufen. Dann ist es etwas teurer, kommt dann aber auch mit einem extra 4 Kilowattstunden Turbobrenner. Aus der nächst höheren Preisklasse, trotzdem aber immer noch sehr günstig, kommt der Taino Black 3.1 Gasgrill. Es handelt sich hier um einen 3 Edelstahlbrenner Gasgrill mit zusätzlichem Seitenkocher. Die Edelstahlbrenner besitzen eine Leistung von je 3,5 Kilowatt, womit es der Taino Black 3.1 auf insgesamt 10,5 Kilowatt bringt. Er zeichnet sich vor allem durch sein schwarz-silbernes Design aus. Er besteht vor allem aus pulverbeschichtetem Stahl sowie auch Edelstahl-Seitenablagen und Bedienfläche. Sowohl alle Brenner als auch natürlich der Seitenkocher können hier stufenlos reguliert werden. Außerdem besitzt der Brenner eine Piezo-Zündung, sodass man den Grill einfach per Knopfdruck anschalten kann. Der große Unterschrank ist für Gasflaschen bis zu maximal 11 Kilogramm ausgerichtet und besonders überzeugend tut uns auch hier vor allem die große Grillfläche von 61 x 42 cm. Der Deckel dieses Geräts ist extra pulverbeschichtet und in der Innenseite aus hitzebeständigem Aluminium, womit die Grillkammer immer schön heiß bleibt. Mit dabei ist hier natürlich auch ein Deckelthermometer und insgesamt handelt es sich beim Taino Black 3.1 um einen Gasgrill mit super Preis-Leistungsverhältnis. Für deutlich unter 400 Euro bekommt man einen 3-Brenner Gasgrill mit spitzenmäßiger Leistung und großer Grillfläche. Mehr Infos über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Ebenfalls äußerst leistungsstark und auch sehr beliebt ist der 3-Brenner Gasgrill von Charlebroy. Es geht um den Performance 340B, ein Gasgrill mit 3 Edelstahlbrennern plus zusätzlichem Seitenkocher. Dieses Modell kommt ebenfalls in einer überwiegend schwarzen Optik, ist aber sehr breit und auch sehr edel verarbeitet. Alle Brenner lassen sich hier natürlich stufenlos regulieren und auch per Piezo-Zündung auf Knopfdruck anschalten. Mit einer Leistung von 7 Kilowattstunden bei den Hauptbrennern kann er rein von der Kilowattzahl nicht mit den vorher vorgestellten Modellen mithalten. Dafür ist der Seitenbrenner mit 2,9 Kilowatt auch noch relativ stark und die Grillfläche mit 68 x 43 cm die bis jetzt größte. Die Kunden sind jedenfalls rundum zufrieden, was die Leistung und auch das Gesamtpaket angeht. Dieser Grill wurde mit 4,6 von 5 Sternen bewertet, was vermutlich auch am innovativen Infrared-Grillsystem liegt, womit dieser Grill gar nicht so viel Leistung braucht, um das Fleisch ordentlich warm zu bekommen. Durch dieses Grillsystem soll das Grillgut bis zu 50% saftiger sein, bei bis zu 30% weniger Energieverbrauch. Mehr Infos zum Charlebroy Performance 340B über den dritten Link in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zu den beiden letzten Modellen, welche ja vor allem preistechnisch zu der Oberklasse gehören. Fangen wir an mit einem weiteren Anders Modell, dem Anders Monroe Pro X3. Es handelt sich um einen 3-Brenner Gasgrill mit einer Turbozone. Wie auch schon beim Chicago-Modell kann man dieses Modell mit einer Turbozone kaufen. Mit dieser besitzt er dann einen zusätzlichen Turbobrenner, welcher besonders leistungsstark ist und welcher den Innenraum auf bis zu 800 Grad Celsius erhitzen soll. Mit seinen 2 Brennern mit 3,5 Kilowatt und dem Turbobrenner mit 4,2 Kilowatt bringt es das Modell auf insgesamt 11,2 Kilowatt Leistung, womit er das bis jetzt leistungsstärkste Modell ist.
Aber hier hören die Vorteile des Enders Monroe noch nicht auf. Auffällig ist vor allem auch seine hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl und schwarzpulverbeschichtetem Stahl. Auffällig ist auch sein Sichtfenster, durch das man das Grillgut auch bei geschlossenem Deckel immer im Blick hat. Im Blick hat man auch das im Sichtfenster integrierte Deckelthermometer sowie natürlich auch jederzeit die gut erreichbaren Bedienknöpfe der Brenner, durch diese man den Gasgrill individuell stufenlos regulieren kann. In den großen Unterschrank des Geräts passen Gaskartuschen bis zu 11 Kilogramm rein und die beiden Ablagen sind sehr stabil und auch einklappbar, womit man den Grill auch platzsparend verstauen kann. Zudem ermöglicht dieses Modell durch die spezielle Brennerarchitektur ein konstantes Niedriggaren bei Temperaturen von 80 Grad im Garraum bis sogar hoch zu 400 Grad am Rost. Wer möchte, kann hier wie gesagt aber auch den Turbo-Modus aktivieren, dann kann es bis zu 800 Grad heiß werden. Der Grillrost des Modells besteht aus Edelstahl und besitzt eine Abmessung von 62 x 43 cm, ist damit aber nicht der größte Rost in diesem Vergleich. Insgesamt aber ja ein wirkliches Profimodell, nicht nur was die starke Leistung angeht, sondern auch die verschiedenen Grillfunktionen, die man hier dabei hat. Besonders gut gefällt uns vor allem auch das Sichtfenster, durch das man das Grillgut jederzeit im Blick hat. Mehr Infos zum Enders Monroe Pro X3 über den vierten Link in der Videobeschreibung. Als fünftes und letztes Modell möchten wir euch noch den teuersten, aber auch was die Kundenbewertung angeht, den beliebtesten Dreibrenner-Gasgrill vorstellen, den Bernhard Fred Basic. Dieser ist nicht der leistungsstärkste, kommt nur mit einer Gesamtleistung von 10,5 Kilowatt und hat auch nicht die größte Grillfläche mit 62 x 41 cm, aber überzeugt vor allem durch seine insgesamte Verarbeitung und das Gesamtpaket. Der Bernhard ist fast komplett aus hochwertigem Edelstahl verarbeitet und besitzt alle Funktionen, die man sich so wünscht. Vor allem aber erstmal, wie gesagt, eine äußerst hochwertige Verarbeitung, die das Gerät äußerst stabil und langlebig macht. Es ist hier grundlegend alles dabei, was man sich wünschen kann. Ein großer Unterschrank für bis zu 11 Kilogramm große Gasflaschen, drei stufenlos verstellbare Edelstahlbrenner, ein großer Rost plus Warmhalterost, zwei klappbare Seitenablagen sowie auch ein hitzebeständiger Deckel mit Deckelthermometer. Mit dabei sind bei diesem Modell auch noch sämtliche Haken und Ablagen für Grillbesteck und sonstiges Zubehör. Und den etwas erhöhten Preis erklärt hier wahrscheinlich nicht nur die hohe Qualität des Modells an sich, sondern auch der Fakt, dass hier noch eine UV-beständige Abdeckhaube gleich im Lieferumfang mit dabei ist. Dieses Gerät lässt sich am besten mit einer häufig geteilten Kundenbewertung zusammenfassen. B. Lengauer schreibt: Positiv ist hier das Top-Preis-Leistungsverhältnis, die gute Qualität, die große Hitze sowie die einfache Bedienung bzw. der einfache Aufbau. Das war's also nun, unsere Übersicht der 5 besten 3-Brenner Gasgrills. Auf einen Blick nochmal, das Modell mit der stärksten Leistung war der Enders Monroe Pro X3 mit 11,2 Kilowatt Leistung durch seine Turbo Zone. Das Modell mit der größten Grillfläche ist der Charbroil Performance 340B und das bei den Kunden beliebteste Modell mit dem besten Gesamtpaket ist der Bernhard Fred Basic. Und das günstigste Modell natürlich nicht zu vergessen, der Enders Chicago 3 für Leute ohne große Ansprüche. Da müsste nun für jeden was dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Gasgrills findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt.